Richard, also die Flugverbotszone kommt in unserem Buch vor. Wir zitieren Ihren Verleger Matthias Döpfner, der sich tatsächlich massiv für eine Flugverbotszone ausgesprochen hätte und damit für etwas, was zur militärischen Eskalation geführt hätte. Das führen wir sogar als ein Beispiel auf. Wir haben nicht gesagt, die Medien setzen sich mit der Regierung zusammen und dann klungelt man mal, was nehmen wir denn für Narrativ und worauf einigen wir uns, sondern wir beschreiben einen sozialpsychologischen Prozess, wo in einer Situation, wo niemand ein Skript hat, das heißt, wo niemand genau weiß, was man denn als nächstes tun soll, es relativ schnell zu einer Angleichung der Positionen kommt in der Politik und in den Medien. Aber Sie das sagen ist sozialpsychologisch erklärt, das wird nicht ausgeklüngelt in irgendeiner Zeit. Überhaupt nicht. Und das hatten Sie gerade erzählt über von wegen, man sollte nicht unterbrechen und so weiter. Darf ich auch mal was zu Ende sagen? Ja. Das heißt also, in diesem Moment bedeutet das nicht, dass man jede Position der Ukraine übernimmt. Es bedeutet aber, dass in der Situation die Presse aus zunächst auch nicht unnachvollziehbaren Gründen die meisten Forderungen der Ukrainer im Hinblick auf Lieferung schwerer Waffen und so weiter ziemlich eins zu eins übernommen hat. Und jetzt kommt der Punkt bei Ihnen. Es geht nicht um den einen oder anderen Leitartikel im Spiegel, sondern es geht darum, wenn man sich die deutsche Presselandschaft anguckt, mit welcher unglaublichen Einhelligkeit eine bestimmte Deutung der Ereignisse und eine bestimmte Form darauf zu reagieren, überall zu lesen war. Der Freitag war eine Ausnahme. Gelegentlich gab es ein paar kritische Stimmen, die mal abgedruckt wurden. Aber sie haben da ein enormes Übergewicht einer bestimmten Positionierung. Das wird die empirische Medienforschung wird Ihnen das deutlich beweisen. Also lautet, suchen Sie mal die wenigen vereinzelten Ausnahmen von der Regel. Und da frage ich mich, und das ist mein Punkt, in einer Situation, wo wir nicht genau wissen, was richtig ist. Wir kennen die militärischen Stärken nicht, wir kennen die Risiken nicht genau, wir wissen vieles nicht. Mhm. Wäre doch das Beste, so breit und umfassend und divers wie möglich über dieses Ereignis und seine Interpretation zu berichten. Ich möchte mal einen Schritt zurücktreten, wenn ich darf, und sagen, dass als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, da stehen viele Dinge drin, die viele Leute so denken. Da stehen aber auch viele Dinge drin, die etwas mehr Recherche verdient hätten. Weil Sie haben ja nicht systematisch ausgewertet, wie wir über den Krieg berichtet haben. Sondern Sie haben berichtet, wie Sie wahrnehmen. Sie haben beschrieben, wie Sie wahrnehmen, wie wir über den Krieg berichtet haben. Es ist ja nicht so, dass Sie da irgendwie jetzt in irgendeiner Weise qualitativ oder quantitativ untersucht hätten, wie haben die Medien über diesen Krieg berichtet. Geht ja noch gar nicht. So, natürlich geht das. Das dauert halt ein bisschen länger als 2-3 Monate. Ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben, das Buch zu schreiben. Aber es ist sozusagen, es ist wie ein geschriebener Podcast, in dem mal sozusagen dargestellt wird, wie die Welt so wahrgenommen wird. Und